Oh, der Song ist auch cool. Ich glaube, es ist The Beaten Side of Town oder so. Naja, das weiß ich jetzt nicht die ganze Zeit laufen. Also ich lasse laufen, aber ich bleib jetzt nicht die ganze Zeit stehen. Nur die Radiosendung von dem Pat Main, die hören wir uns am besten immer an. Oh, noch eine Kiste, geil. Und die hören wir uns am besten immer an, weil dadurch haben wir auch noch einen abseits der Manuskriptseiten noch einen zusätzlichen Ausblick auf was sonst noch so um uns herum passiert in der Stadt. Up jumped the devil. Up jumped the devil heißt das genau. At first I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it I could save myself. With it I could save Alice. Genau. Deswegen sollten wir weiterhin versuchen, alle Manuskriptseiten zu finden, aber keine Sorge, ich weiß, wo die sind. The gas station was closer now. It's light welcoming in the darkness. Genau. Das wollte ich vorhin schon erzählen. Oh fuck, er ist immer noch hier. Weil ich an dem Level-Design so liebe, ist nicht nur, dass es nur natürlich ist, sondern wir sehen unser Ziel direkt vor Augen und wissen immer und sehen immer, wo wir schon waren und was wir gemacht haben. Dadurch hat man immer ein Gefühl dafür, wie viel, was für einen Weg man zurücklegt und wie viel wir von der Stadt oder von dem Ort Bright Falls schon gesehen haben. Okay, ich höre, dass die Dunkelheit kommt, also... Schnell! Los! Los! Ja, nice. Genau, hier ist zum Beispiel ganz gut, da ich schon wusste, dass hier dieser Generator steht, sonst wären wir jetzt wahrscheinlich direkt angegriffen worden. Hier sind wir erstmal sicher. Solange wir drin sind, passiert nämlich gar nichts. Auch wenn es außerhalb so klingt. Genau, und hier steht es auch schon. Diese Orte nennen wir unseren Safe Haven. Aber hier bleiben wir natürlich nicht ewig, auch wenn ich am liebsten bis zum Tagesanbruch hier bleiben würde. Also weiter geht's. Und das liebe ich. Jetzt rennen wir raus und langsam zieht sich die Dunkelheit wieder zusammen. Und alles hier scheint wie so Safe Haven. Ah, da lang. Okay, weiter geht's. Da oben. Oh shit! I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. Okay. Schnell weiter. Falsche Richtung. Lauf. Genau. Und ich hoffe, niemand ist abgeturnt, dass das Spiel so recht langsam vorangeht bisher und wir sehr oft anhalten müssen, um Sachen zu sehen. Boah, ja, ruh dich erstmal aus. Um Sachen zu lesen und sowas. Und tut mir leid, wenn ich ein bisschen zu viel erzähle, aber ich liebe dieses Spiel und möchte gern alles, was mir einfällt, mir von der Seele reden. Aber wer meine Let's Plays verfolgt hat, weiß, dass ich sowas sehr gerne tue. Der Soundtrack ist echt geil. Ah, so ein Feldstein runtergefallen. Ja. Das Coole ist, die Besessenen, die scheinen immer so mit der Umgebung zu verschmelzen, wenn alles dunkel wird gleichzeitig. Jetzt haben wir noch mehr Kugeln. Super. Also schnell passiert uns, glaube ich, erstmal nichts, hoffe ich. Okay, ey, Vorsicht. Oh Gott, ich dachte, es wäre einer. Es war nur ein Vogel. It was just a bird. Anstatt es war nur eine Katze. Oh, fuck. We enjoy the magnificent
Es gibt auch verschiedene Gegnertypen. Das hier sind so etwas kleinere, schnellere Feinde, die keine Äxte werfen können. Und etwas leichter zu besiegen sind. Die kommen erstmal nicht weiter. Was steht da? Pass auf. Okay. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. Okay, wir werden also den Sheriff auf den Sheriff treffen. Fragt sich nur wann und wo. Gehen wir mal in diese Hütte. Noch mehr Schrotpatronen, sehr gut. Ach, süß, Motten. Genau, die Licht- und Schatteneffekte sind übrigens fantastisch und gehören zu den besten, die ich bis heute kenne. Also hier, wenn man einfach nur der Taschenlampe jetzt mal hier so ein bisschen so an so Gegenstände anleuchtet und sowas. Ist perfekt. Ist wirklich großartig. Genau, es geht jetzt am Anfang, ist ja alles ein bisschen langsam und sowas und das ist aber normal. Also die erste Folge ist auch die langsamste, das sage ich ganz ehrlich. Da werden wir am meisten unterbrochen, um Sachen zu zeigen. Zum Beispiel auch einen der coolsten Aspekte, und zwar eine eigene Fernsehsendung, die in jeder Folge weitergeht. Genieß es einfach. Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, A Quantum Suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment. Known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum immortality! Poor, poor Dr. Colvin. Felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat. In Night Springs.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die Folgen sind nicht nur genau wie das ganze Spiel, voll mit schwarzem, makaberen Humor, sondern thematisch gehören sie auch zu dem, was wir hier erleben. Und zwar ging es jetzt hier zum Beispiel um etwas wie alternative Realitäten, wo in einer Realität das passiert, aber in einer anderen nicht. Das ist natürlich die Frage, sind wir in einer alternativen Realität, in der solche komischen Monster und sowas und Dinge sind, sind wir nur in einer Fantasie, sind wir in einem Traum? Oder passiert das alles in Wirklichkeit? Und wenn ja, warum? Und das sind nur ein paar der Fragen, die uns das Spiel stellt. Und Night Springs hilft dabei. Hier sehen wir meine Shotgun. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reach the lights at the gas station alive. Das war krass. Uns haben wir Karl Stucky in Notwehr umgebracht. Genau, übrigens muss ich jede Kugel einzeln nachladen. Deswegen drücke ich oft wie so ein wahnsinniger Hämmer hier auf die Tasten rum. Weil ich dann, das gehört auch zum Survival-Action-Aspekt und hilft auch dabei, das spannend zu halten. Das Kampfsystem ist nämlich immer sehr effektiv. Es wird gegen Ende, so in den letzten zwei Folgen, die Bonusfolgen, die danach kommen, ausgenommen, die ich auch noch spielen werde. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Genau, der Paradewagen. Genau, gegen Ende wird's leicht repetitiv in den letzten beiden offiziellen Folgen. Aber after the insanity I just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Genau, aber es ist immer effektiv und immer spannend, das zu spielen. Also es wird zwar leicht repetitiv, aber es ist nie langweilig. Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling, caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. Jetzt wissen wir auch, wie es sich anfühlt, von der Dunkelheit besessen zu werden. Genau, was ich gerade sagen wollte, das wird niemals langweilig und ist immer spannend und vor allem auch immer fordernd, weil, wie wir schon gesehen haben, das waren alles die normalen Standardgegner und weil es hier natürlich kein Levelsystem und nichts gibt, bleibt das auch so. Und I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. Genau. Kommen wir aber nicht rein, was zu. Auf jeden Fall, weil ich sagen wollte, es bleibt auch fordern, weil die Gegner, obwohl die Besessene sind, wie so Zombies, bin ich schon beim ersten Mal spielen total überrascht gewesen, wie die sind nämlich sehr schnell, sehr schlau. Die versuchen immer einen so einzukeilen und ähnliches. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Okay, also seit dem Moment, wo wir wo Alice verschwunden ist und wir hier aufgewacht sind, ist eine Woche vergangen, von der wir nicht wissen, was passiert ist. Jetzt sehen wir auch das, was wir gerade auf der Benauskopfzeit gelesen haben. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight.
Ölkanne, die er umgeworfen hat und alles. Alright. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Sehr cooles Detail ist auch, falls es noch nicht aufgefallen ist, in diesen Fernsehsendungen, die wir sehen, sind das immer echte Schauspieler und echte Filmaufnahmen. Also haben sie wirklich kleine Kurzfilme für gedreht. Mit den Darstellern, die hier in der Serie auch, also der Schauspieler von Alan, den wir gerade gesehen haben, der spielt den auch hier in-game quasi als Motion Capturing. Das 68. jährliche Hirschfest, 15. bis 18. September. Spiel und Aktion, Tombola, Wettangeln, Kuchenwettbewerb und Überraschungswettkämpfe, Live-Musik. Für die Kinder Hasenzahn Charlie nachmittags und die unglaubliche Phantasmagorie von Montgomery dem Magier abends. Verpassen Sie nicht die legendäre Hirschfestparade. Okay, es ist jetzt also nächste Woche. Das ist auch witzig, hier so ein Nordic Walking Schild und wenn die Besessenen reden, reden die quasi immer so Sachen, die ihnen zuletzt im Kopf stecken geblieben sind. Also als ob die Menschen das quasi wie so kaputte Schallplatte Sachen wiederholen würden. Und Stucky hat halt am Anfang, als wir gegen ihn gekämpft haben, falls man es nicht gut hören konnte, hat er halt einmal uns Nordic Walking als neue Sportart angeboten. Hier ist übrigens eine Karte von Bright Falls. Da ist Stucky's Gas Station, da wo ich mit der Lampe hinleuchte. Und der Cauldron Lake ist hier, ne, der Fluss da über der Lampe. Schon ein großer Unterschied, also irgendwie sind wir scheinbar da gelandet. Frag mich nicht wie. Rufen wir mal nach Hilfe. Bright Falls Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen... We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Tiptoes to my room every night, and just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is alright. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. Dreams I talk to you. In dreams you're my.
can't help it if I cry. I remember that you said Song. Das war Folge 1 und er springt jetzt leider schon direkt automatisch zur Folge 2. Mal gucken, wie das in den Folgen dann später sein wird.